Herzlich willkommen auch heute Morgen bei dieser Losung und Lehrtextzeit. Ja, es gibt immer wieder im Leben Missverständnisse. Natürlich, Missverständnisse entstehen aus Fehlkommunikation oder überhaupt keiner Kommunikation, wo man etwas hört und das dann in einer Art und Weise auswertet oder interpretiert, was eigentlich ganz anders ist, als was derjenige, der diese Information vermittelt oder weitergibt, damit meinte oder beabsichtigte. Vielleicht hast du selber schon solche, Fehlkommunikationen erlebt. Übrigens ist auch ein Grund, warum es zu den häufigsten Konflikten kommt, im Großen wie im Kleinen. Da meine ich einfach in den alltäglichen Situationen, in der Beziehung, in der Partnerschaft, mit dem Ehepartner oder mit den Kindern, dass irgendetwas falsch verstanden wurde und man das einfach in einer Art und Weise dann interpretiert hat, was der ursprünglichen, von dem ausgehende Information gemeint wurde, ganz anders zu deuten ist. Ja, aber jetzt, um es nicht noch komplexer zu machen, schauen wir uns den heutigen Bibelvers an, also den Losungstext. Da geht es auch um eine ganz gefährliche Situation, wo es um einen Haarspalt fast zu einem Bruderkrieg gekommen wäre, wegen dieser Falschinterpretation oder Auslegung von Meinungen. Da gab es ja drei Stämme, die ein anderes Gebiet zugewiesen bekamen. Und um einfach dieses Ereignis zu festzuhalten, haben die einen Altar aufgebaut, um dieser Grenze oder dieses Ereignisses zu gedenken in zukünftigen Zeiten. Und die anderen, die Brüder von den 12 Stämmen, von denen ist jetzt die Rede, von den 12 Stämmen Israels, die haben das so aufgefasst, sie wollen einen anderen Altar aufbauen, um dort zu opfern und Sühneopfer zu bringen. Und das hat sie natürlich aufgebracht. Aber wie gesagt, ihre Information war nur zur Hälfte. Aber lesen wir, wie diejenigen, die beschuldigt wurden, jetzt etwas zu tun, was sie gar nicht beabsichtigt hatten, wie sie darauf reagierten. Sie sagten, das sei ferne von uns, dass wir uns auflehnen gegen den Herrn und uns heute von ihm abwenden. Das steht alles im Buch Josua, Kapitel 22, auch wieder eine ganz, ganz spannende Erzählung oder ein Bericht, der uns da gegeben wird, das uns vielleicht auch zum Nachdenken geben soll, wo sind wir in so eine Falle getappt, wo wir etwas falsch verstanden haben, was ursprünglich von der ausgehenden Quelle der Information vielleicht ganz, ganz anders gemeint war. Nun, aber liest mal das durch und ihr werdet es merken, dass es um ein Haarbreit wirklich zu einer Katastrophe gekommen wäre, wenn diese Misskommunikation nicht aufgeklärt worden wäre. Im Lehrtext haben wir auch noch einmal eine Ermahnung, und zwar wo einfach auch manche anfingen, einfach die Versammlung und die Gemeinschaft mit anderen zu verlassen und eigene Wege zu gehen. Und da heißt es, wir wollen die Versammlung der Gemeinde nicht verlassen, wie es bei einigen üblich geworden ist, sondern einander mit Zuspruch beistehen, schrieb der Autor vom Hebräerbrief, Kapitel 10,
Vers 25. Also auch hier ist einfach eine Ermahnung, aber auch eine Ermutigung gegeben für die Gläubigen, weil der Herr Jesus hat ja seine Gemeinde gegründet und gebaut, auch mit aller Imperfektion, die der Gemeinde Jesu noch anhaftet, weil wir noch Lernende sind, weil wir noch aus der Gnade leben, und die brauchen wir jeden Tag, wie sie heißt. Und zum Glück ist sie jeden Morgen neu, steht ja auch in der Bibel drinnen, ne? Und da haben sich einige beschlossen zu sagen, weil hier in der Wir-Form die Rede ist, wir wollen die Versammlung der Gemeinde nicht verlassen. Im Gegensatz wie andere, wie es bei einigen üblich geworden ist. Das hat so einen Trend gegeben anscheinend dort, dass man die Gemeindeversammlung nicht mehr für wert geschätzt hat. Sondern wir wollen einfach uns treffen. Warum? Um einander Zuspruch zu geben, Ermutigung, Auferbauung und auch beizustehen. Und damit die Gemeinde Jesu wächst. Also mit dieser Ermutigung und Ermahnung, auch für mich und für jeden Christen, möchte ich auch heute diese Lose- und Lehrtextzeit beschließen und wünsche dir wie auch immer wieder einen guten und auch einen schönen und erfüllten Tag. Servus.